Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist George M. Fly und das hier ist der zweite Teil meines Tutorials. Andocken ist ganz einfach. Beim letzten Video, das ich euch hier eben mal verlinke, da habe ich euch gezeigt, wie man sich schön an so eine Raumstation annähert. Deswegen mache ich mir das heute einfach und habe hier den Rendezvous Autopilot an von MechJab. Das ist ein Mod, den könnt ihr euch runterladen, denn uns geht es ja heute eigentlich eher um das Andocken als solches. So, ich habe hier mal das Licht eingeschaltet, das ist auch ein anderer Mod, der heißt Aviation Light, könnt ihr euch auch runterladen. Und da seht ihr schon, ich bin auf der Rückseite vom Planeten und ohne Licht sieht man da wirklich nicht viel. Da, ich habe in der Mitte so einen kleinen Scheinwerfer angebaut, das soll mir helfen beim Andocken. Und ihr seht auch auf der anderen Seite, da seht ihr auch nichts, denn meine Raumstation da drüben, die ist auch zappenduster. Und die ist nicht wirklich klein, die ist relativ groß, ihr seht nämlich da die Sterne verschwinden. So, 160, 170, ich mache mal hier das aus und schon seht ihr, da kommt was auf uns zu. Ich drehe es mal rüber, damit ihr sehen könnt, wie wirklich das aussieht. So, da könnt ihr das sehen. Das ist nämlich ein ordentlicher Oschi. So, wir gucken mal hier, wir brennen nämlich rückwärts, das ist immer noch der Autopilot und der macht das genau, wie ich das im vorgängigen Video nämlich erklärt habe. Der brennt schön langsam runter und gibt sich Mühe und fährt auch immer schön dem Ziel hinterher. Klar, ist eine Maschine, die kann das natürlich richtig gut. So, wir warten jetzt, bis das hier schön runtergebrannt ist. Der geht hier langsam runter. Wir haben noch 2 Meter pro Sekunde und ich warte da immer so lange hier bei dem Autopiloten, bis er so auf 0,1 runter ist und dann nehme ich den Rendezvous Autopiloten runter, 0,4, 0,3, noch 0,2, gleich reicht es mir, 0,1 und das war's. Jetzt ist er ausgeschaltet, der Autopilot. Jetzt warp ich kurz vorwärts, damit stabilisiere ich die Situation, dann dreht sich hier gar nichts mehr. So, und das nächste, was wir machen, ist Licht. So, Licht macht man an mit U. Ich habe hier in jeder Ecke eine Lampe, die leuchtet nach innen, deswegen ist das relativ gleichmäßig beleuchtet. Das ist jetzt also mein Raumschiff, das ich da oben anbringen will. Jetzt klicke ich hier vorne auf den Docking Port und da steht Activate Docking Camera. Das ist ein anderer Mod von Laser Docking Cam, heißt der. Und den benutze ich halt ganz gerne, weil das mir die Möglichkeit gibt, wirklich aus dem Docking Port heraus zu schauen. Damit das aber funktionieren kann, wähle ich jetzt auf meiner Raumstation den Dockingport aus, auf dem ich andocken möchte. Da Set as Target und dann ist das Ding gesetzt. Ist nicht ganz der, den ich eigentlich wollte, aber da die in derselben Richtung liegen, spielt das keine Rolle. Jetzt sind in unserer Dockingkamera sehen wir jetzt da so Linien und ein Kreuz. Und unten an dem Kreuz ist so ein kleines Dreieck. Wenn wir dann am Schluss fertig sind, dann ist dieses kleine Dreieck genau senkrecht oben auf dem Kreuz drauf. Und die weißen Linien sind schön genau parallel zu den roten Linien vom roten Kreuz. Hört sich ein bisschen komisch an, aber ich zeige es euch gleich. Die ganzen Zahlen da verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Ist auch nicht so wichtig. Jetzt drehe ich mein Raumschiff nach Norden. Warum mache ich das? Ich weiß, dass meine Raumstation nach Norden zeigt. Da seht ihr es, das Ding zeigt genau nach Norden. So ein kleines bisschen zur Seite. So, übrigens umschalten kann man immer mit den Tasten Hochkomma und SZ. Und jetzt versuche ich also meine Rakete nach Norden auszurichten, weil die Dockingports nach Süden zeigen. Woher weiß ich das, dass meine Raumstation immer nach Norden zeigt? Ganz einfach. Ich habe einen Orbit, der genau um den Äquator geht und dieser Orbit sorgt dafür, dass dann immer Norden und Süden sich nicht bewegen. Das heißt, meine Raumstation dreht sich quasi wie ein Karussell. Damit ist Norden immer oben und Süden immer unten. Natürlich musste ich die erstmal nach Norden und Süden ausrichten, aber einmal eingerichtet, bleibt das auch so. Wenn wir jetzt also auf diesen Navball gucken, dann sehen wir, dass unser kleines Flugzeug eben nicht genau auf das Ziel, das ist dieses pinkfarbene Kreis da, nicht drauf zubewegt, sondern nach Norden geht. Das ist nämlich auch eines der Dinge, die viele Leute falsch machen. Die zielen nämlich dann genau auf den pinken Punkt, geben Gas und dann kommen sie in irgendeinem Winkel an ihrem Dockingport an und dann wundern sie sich, warum das nicht gerade passt. Also hier nach Norden und da sehen wir auch schon, dass unsere weißen Linien da in der Dockingkamera fast genau auf dem roten Kreuz sind. Das heißt, die weißen Linien zeigen uns, ob wir richtig zum Dockingport stehen. Und zwar nicht, ob wir drauf zeigen, sondern ob wir parallel dazu sind. Bei meiner Raumstation hier ist die Rotation wichtig, deswegen drehe ich jetzt hier das Raumschiff und da sieht man in der Kamera, da ist dieses kleine Dreieck, das bewegt sich jetzt auf die Spitze zu. Die Rotation macht man mit E und
Q. Sobald das oben drauf ist, noch ein kleines bisschen zu viel, aber das ist schon in Ordnung. Halte ich das an, jetzt haben wir das nächste Ding korrigiert. Das ist alles nicht ganz haargenau, aber das ist erstmal okay so. Jetzt kommen die Seitwärtsbewegungen dran. Ich bewege also mit den Tasten I, K, J und L die ganze Geschichte rauf, runter, links und rechts, aber nicht mehr die Position. Und zwar geht es so, indem ich diesen grünen Ball, den ihr da seht, in eine Linie mit dem lilanen Punkt bringe. Und da ich aber nicht direkt dahin fliegen will, also nicht wieder direkt auf das pinkfarbene Ding ziele, versuche ich den grünen Kringel dahinter zu halten. Wenn ich das dahinter halte, dann fliege ich drüber hinweg. Das sorgt dafür, dass ich in einem gebührenden Abstand zu meinem Docking-Port bleibe. Warum ist das wichtig? Weil es einfacher ist, immer eine Ebene nach der anderen zu korrigieren. Ich habe jetzt mal das Bild von der Docking-Kamera vergrößert, weil das jetzt fast wichtiger ist wie das normale Bild. Da seht ihr, das rote Kreuz zeigt ein bisschen schräg nach oben und genauso ist das mit dem grünen Kringel. Die zeigen beide sozusagen die Richtung an, wo es hingeht. So, und was ich jetzt immer mache, ist, ich versuche, den grünen Kringel auf dem Navigationsball in die Richtung zu drücken, in die ich muss. Nicht so sehr auf den pinkfarbenen Kringel, sondern eher sowas wie eben auch schon immer in eine Linie mit dem pinkfarbenen Ball und dem Flugzeug in die Richtung, wo ich hin soll. Auf die Weise versuche ich genau senkrecht über den Dockingport zu kommen. Ich schiebe das immer so ein bisschen hin und her und nach komme ich wirklich genau senkrecht über den Dockingport. Je näher der grüne Kringel dran ist an dem pinken Punkt, desto mehr geht es nach vorne und desto weniger zur Seite. Und je weiter das nach außen geht, desto eher ist das eine Querbewegung. Und da ich jetzt ja schon fast genau drüber bin, versuche ich das jetzt noch ganz minimal zu bewegen. Ich warpe zwischendurch immer, damit das möglichst still steht, das grüne Ding, und ich sehe, wo ich denn tatsächlich hinfliege. Das ist eigentlich so die schwierige Sache bei dem Ding. Das ist deshalb hier bei der Rakete so, weil die so lang ist. Und dann wabbelt das und deswegen eiert vorne das Ganze ein bisschen hin und her. Je näher man an den Dockingport rankommt, desto eher sieht man die Vorteile von der Dockingkamera. Da kann man nämlich das Bild hin und her drehen und trotzdem hat man immer genau den Blick von der Dockingkamera auf den Dockingport. Das ist viel besser. Ihr seht jetzt auch, warum ich da so einen Aufwand betrieben habe, das so genau auszurichten, weil das ist nämlich ein ziemlich enges Ding, wo ich da zwischen muss. Und deswegen geht es auch ganz langsam davor. Jetzt warpe ich wieder ein bisschen vorwärts, dadurch wird es stabil und ihr seht ein ganz kleines bisschen nach unten und deswegen fährt das auch nach unten. Ich richte mich dann immer so ein bisschen aus und versuche das immer wieder zu bewegen. Aber da ist die kleinste Reaktion, führt sofort zu einer großen Bewegung. Vorwärts und rückwärts, nochmal zur Erinnerung, ist vorwärts war H und rückwärts bremsen ist N. Obwohl wir gerade von Bremsen sprechen, also wenn ihr drauf zufliegt, dann solltet ihr so 0,3 Meter pro Sekunde haben und kurz vor Schluss eher runterbremsen auf 0,2, sonst rammelt ihr da mächtig rein. Und dann geht euch vielleicht was kaputt und das wollen wir nur alle nicht. So, ihr seht schon da, wenn ich da reingleite, das ist ziemlich eng. Und deswegen ist das so wichtig, das sehr genau auf die Mitte auszurichten. Im Hauptbild seht ihr, da ist jetzt da so ein Strut. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht dagegen stoße. Also drücke ich schon mal die Leertaste. Jetzt. Ja, leicht berührt. Stabilisieren, das ist wichtig. Und dann die Drehung korrigieren. Das sieht schon mal gut aus. So, jetzt wieder leicht nach links zurück. Wieder reinwarpen. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ich komme ziemlich mittig rein. Sehr schön. Jetzt sind es nur noch wenige Zentimeter. Immer noch nachführen. Das ist echt eine tricky Geschichte. Na, das wird immer hampeliger. Nochmal ein Stückchen geworbt. So, und schön auf die Mitte zielen, Nachball, und so nehme ich halt nicht so weit. So, und jetzt gucke ich da unten, da hier sind immer so Griffe, sage ich mal, dran. Und ganz dahinten ist noch einer und ich versuche die dann übereinander zu legen. Da ganz rechts seht ihr das. So, ein bisschen steuern. Ja, nochmal sicher gehen. Da kommt es. Wenige Sekunden. Ja, gleich sitzt es. Und der Magnetismus greift und das war's. So. Jetzt ist es gedockt. Also ich würde sagen, wenn ich das mit diesem Monster-Ding hier hinkriege, dann kriegt ihr das alle mal hin. Also jetzt seid ihr dran, dann zeigt mal, was ihr gelernt habt. Ich verabschiede mich.
und sage, ich bin George M. Fly und wir sehen uns wie immer in der Zukunft.